So, hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Yellowfix 18 bzw. DevTime. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ja, der Kanal hat sich ein bisschen verändert, wir heißen jetzt DevTime. Trotzdem bleibt aber das Intro von meinem Kanal bestehen, also Yellowfix 18. Bei den anderen Leuten, die aber jetzt mitmachen bei DevTime, die haben ihr eigenes Intro da vorgestellt, das heißt dann zum Beispiel jetzt Tricky, ein anderer Dev, der jetzt auch in dieser Pro-Reihe mitmachen wird, vor allen Dingen, und da so ein paar Sachen machen wird, und da was vorhat, der wird dann so ein Tricky-Intro haben, so für seinen Namen und so. Und jeder hat dann halt auch so seine eigenen Thumbnails, beziehungsweise jeder erstellt seine eigenen Thumbnails. Wir arbeiten aber sonst so zusammen, vielleicht machen wir auch mal Speedcoin miteinander, aber in größter Weise machen wir eigentlich immer ein Tutorial, eine Person, weil es ansonsten aus unserer Sicht zu unübersichtlich wäre, was gerade der eine macht. Und ja, da sind wir heute jetzt an dem Tutorial angelangt, wo ich so ein bisschen so einen Mix aus Advanced und Basic mache. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, wo ich das einordnen soll, weil es heute um ein bewegtes Inventar gehen soll. Wir hatten ja letztens einen Kistenlistener, der war ja wirklich Basic, der mit dem bewegten Inventar sind wir aber nicht mehr im Punkt Basic, sondern wir sind eher in dem Punkt Advanced. Ja, und dazu würde ich dann halt einfach hier einmal ein Tutorial machen und ja, dann beginnen wir mal jetzt nach einer Minute quatschen. Also, als erstes machen wir uns jetzt hier wieder einen neuen Listener, den nennen wir jetzt einfach mal Inventory Listener. Inventory Listener. So, und das ist auch gar nicht so kompliziert, wie jetzt die meisten vielleicht denken werden. Das ist so relativ easy. Wir machen einfach uns so ein einfaches Inventar, wo jetzt sozusagen die Sachen in das Inventar reinfliegen. Ja, dazu machen wir uns wieder einen Event-Händler. In diesem Fall ein Player-Interact-Event. Und ja, da rein werden wir uns jetzt unser bewegtes Inventar schreiben, was aber auch nicht kompliziert ist. Wir machen das jetzt über ein paar Scheduler. Durch die Scheduler, denke ich, aber kommt das eher in den Advanced-Teil, ja. Das Ganze seht ihr aber dann auch. Das wird heute aber nicht lange dauern, weil es relativ flott ist, immer sowas zu machen. Als erstes machen wir es so halt, wie der Player P, kennt ihr, so den Standard-Krams reinschreiben, leider. Und dann testen wir das gleich. Und diesmal wird mir nicht so ein Fehler passieren wie im ersten Tutorial, denn ich habe das diesmal alles mit der Open Broadcast Software. Wenn ihr jetzt guckt hier, da seht ihr jetzt schon direkt das Minecraft dahinter. Also ihr könnt alles hier ganz gut sehen und ja, in die Richtung so, mal gucken hier. Genau, ich bin nämlich gerade am gucken hier, weil nebenbei gerade hohe CPU-Auslastung stand. Und das ist mit AMD-CPUs einfach nie möglich, deswegen, ne? Muss man ja mal ein bisschen schauen. Also, fragen wir als erstes ab. fp.getItemInHand. Ausnahmsgleich null. Ja, schon, müssen wir alles machen. fe.getAction. Gleich action.rightclickBlock. Oh ja, R und Rightclick Block. Oder e.getAction. e.getAction. Okay, action.rightclickBlock. So, und damit haben wir jetzt schon mal unsere Actions abgefragt. Und das Ganze machen wir weiter, indem wir fp.getItemInHand. Ausnahmsgleich null. Und p.getItemInHand. GetType. Gleich Material. Und da als Material nehmen wir in diesem Fall vielleicht mal eine Enderpearl. Was machen wir denn mal? Glowstone Dust. So. Und dann haben wir die Abfrage. So, und wenn das ist, machen wir einfach Inventory Inf. Gleich Bucket Point Create Inventory. Hier brauchen wir jetzt nicht wie beim letzten Mal die Chest setzen, sondern wir machen das hier über den Spieler direkt. Und wir machen jetzt so ein 9er Inventar und nennen das jetzt einfach mal H4 Test. Also wie ihr seht, das Plugin wird sich erweitern. Tricky wird aber wahrscheinlich auch das auf dem eigenen Testserver machen. Das heißt, bei dem Leon bzw. Tricky, der ja auch mitmacht,
seht ihr das dann ein bisschen anders und mit einem anderen Plugin, aber sonst ist das eigentlich hier alles gleich. Gut, so jetzt haben wir das. Dann machen wir als erstes einfach info.z-item 0 new item stack ja, material apple so und 8 wäre das. Und hier machen wir aber nicht Apple, sondern wir machen hier ein. Wie machen wir es mal? Glowstone. Wir machen was Cooles. Glowstone Dust. Und hier machen wir Redstone Dust. Das ist, glaube ich, unter Redstone abgespeichert. Genau so. Und da machen wir es hier jetzt weiter. Machen wir hier einfach Bucket. Der Scheduler. Scheduler Sync. Delay Task. Kann man ja so, ne? Main.m ist es nicht, sondern Tutorial.m. Tutorial.m. Das ist jetzt unsere instanzierte Klasse. New Runnable, wie man es halt kennt. Und wir sagen jetzt mal, in Intervallen soll ja relativ flüssig laufen. Machen wir so ein 3. Genau, das kann man dann ja alles abändern. So, und da ist der Punkt ja sein könnte, dass derjenige das Inventar geclosed hat. Machen wir uns hier nochmal zwei Händler. Einmal Add Event, machen wir einen Händler. Public Void und dann Player Close Event. Nee, Inventory Close Event, Entschuldigung. Inventory Close Event E. So. Und machen das über eine Liste. Einfach aus dem Grund, weil ja das sein könnte, dass er das Inventar verlassen hat. Und damit wir da keinen Nullpoint-Exception bekommen, weil das Inventar ja nicht mehr offen ist, machen wir es so. Auf PHP, also List Player. Aber kurz, machen wir eben in eine Public Static Void. Das sieht ein bisschen schön aus. Public Static List. Open Inf gleich New Array List in Klammern Player. So, und hier rein packen wir dann halt diese Spieler, die gerade in dem Inventar drin sind. Und wenn die gleich das Inventar dann halt closen, dann werden sie aus dem Teil rausgepackt, um halt, wie schon nach den Null Point Exception zu verhindern. Da machen wir es so. So, Player P gleich e.getPlayer. Player. Das müssen wir hier, gibt es ein Player, aber es ist nur eine Human Entity. Dadurch müssen wir das erst noch zum Player casten, aber es ist so oder so ein Player. Und dann fragen wir ab, if OpenInfs. Inf.contains p OpenInf.removePair. Also relativ easy. So, und damit haben wir das Ganze schon. Und hier machen wir einfach nur OpenInfs. OpenInfs.addPair. So, und damit hätte sich das Problem schon gelöst. Und jetzt machen wir es hier einfach noch ganz einfach easy. Jetzt geht's, kommt eigentlich nur noch jetzt der Easygoing-Teil, so nenne ich den jetzt einfach mal. Hier machen wir jetzt noch unsere Änderungen, die wir vornehmen wollen. Die Scheduler baue ich in Scheduler rein. Also zumindest ist das meine Technik. Falls jemand das nicht gut findet, einfach beschweren. Bringt aber nichts, weil es irgendwie, man hat es halt so eingebürgert, kennt man wahrscheinlich. So. Jetzt müssen wir es hier noch näher bringen. 2, 6, 3, 5. So, und jetzt kommt das letzte. Und das hier ist nur noch einer. Und das ist auf Inventar-Slot 4. Und das ist dann. Wie hieß das nochmal? Magma. Nehme ich Magma Cream. Gott. Ich Magma Cream. Sondern das war Lohne, nee, Blaze. Blaze Powder. Ich hab's. So, und damit hätten wir es schon. Soweit, und ich denke ich jetzt so weiter kurz. Das waren 10 Minuten, der ist jetzt schon fertig. Noch nicht ganz. In der Utils machen wir nochmal, nämlich also Utils hat ja den Setup. Und in den Insert Listener kommt jetzt noch unser Inventory Listener. So, und durch diese einfache Aufbaustrukturweise sind wir jetzt halt hier auch recht fix fertig. So, jetzt ist das fertig.
Exportieren wir das. So, jetzt gehen wir auf meinen unaufgeräumten Desktop und hier ist sogar noch richtig viel Zeugs offen. So, hier ist unser Testserver. Dann drücken wir einmal die Run. Ihr seht, der Server startet. Es dauert jetzt einen kleinen Augenblick. So. Jetzt muss ich gerade selbst überlegen, was hatten wir gesagt, was wir machen. Jetzt ist es lustig. Slash Game Mode 1. Was hatten wir denn hier einmal nochmal reingesetzt? Kurz gucken. Wir hatten reingesetzt, dass man Glowstone Dust in der Hand hat. Okay. Wo haben wir den Glowstone Dust? Genau, da ist der. Okay. Warum geht das nicht? Meldet er einen Fehler? Nein, meldet er nicht. Interessant. Inventory Listener ist auch drin. Ach, okay. So, jetzt muss ich mal eben selbst gucken, ob das jetzt funktioniert oder nicht. So, ein Reload. Man sieht's, setzt sich zu. So, und da ich aber hier was vergessen habe, müssen wir nämlich hier noch inf.clear ansetzen, damit wir auch das clearen können, wie ihr gesehen habt. Sonst bildet sich da so ein Streifen und das wollen wir nicht gerade haben. Deswegen machen wir es jetzt so. Reloaden das Ganze. Und machen das nochmal. Ihr seht es, ganz schön. Es tackert so rüber, ne? Ich nehme ganz schöne Animation und ja, damit haben wir das Advanced Tutorial bezüglich das Advanced Tutorial bezüglich dem bewegten Inventar beendet und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf diesem Kanal, auch bei unserem lieben Tricky aka Leon und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!